Liebe Handballfreunde, das Spiel ist gerade mal anderthalb Minuten aus. Bei mir ist Timo Wolf. Timo, du hast mit deinen Toren zum Schluss dazu beigetragen, dass das Spiel noch, oder dass die Punkte hier bleiben. Wie geht's dir nach dem Spiel? Ja, es war ein sehr hartes Spiel, sehr intensiv. Dormagen ist natürlich dafür bekannt, dass sie immer hohes Tempo gehen. Aber wir konnten eigentlich mit einem breiten Kader ziemlich gut gegenhalten und haben also auch kämpferisch vor dieser geilen Halle hier in der Kulisse war ich gut. Hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Die Zuschauer haben euch super angefeuert. Ich denke, das pusht dann auch nochmal zum Schluss. Genau, ja. Also wir haben ja jetzt heute diesen großen Heimspiel-Samstag gehabt. Vorher die Ergebnisse waren natürlich dann top. Dann standen wir ein bisschen unter Druck vielleicht, dass wir auch gewinnen sollten. Das war unsere Motivation. Ja, und jetzt trinken wir ein paar Bierchen im Räumchen. Das habt ihr euch doppelt und dreifach verdient. Es war ein, fand ich, sehr intensives Spiel, weil Dormagen extrem klasse gespielt hat und auf Kampf und auch ein technisch hohen Niveau. Hast du das auch so gesehen? Ja klar, die kommen alle aus der A-Jugend-Bundesliga, die sind vielleicht körperlich nicht so stark wie wir, aber die gehen ein enormes Tempo und spielen einen feinen Ball halt. Ne? Das ist dann nicht schlecht wirklich. Da sieht man die gute Ausbildung. Feiert schön. Danke, dass du kurz Zeit hattest, Timo. Und toi, toi, toi. Danke dir.